Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich komme aus Siegen. Dort bin ich seit, wohne ich seit 40 Jahren, bin verheiratet, habe zwei Kinder großgezogen und möchte Sie jetzt eigentlich nicht weiter mit unseren Werten, die Werte bestätigen, die jetzt hier schon den ganzen Nachmittag genannt werden. Ich bin total auf dieser Linie, ich stehe voll hinter unserem Programm, was ich übrigens mit in Stuttgart auch beschlossen habe. Ich wollte jetzt nur kurz zu meiner Person ausführen. Ich bin in Rheinhessen geboren als Winzertochter. Mein Beruf war lange Zeit Flugbegleiterin bei der deutschen Lufthansa. Und ich habe also sehr wohl über den Tellerrand geschaut. Und ich kann Ihnen sagen, für mich war es sehr eindrucksvoll, in verschiedenen Erdteilen an so vielen Favelas und Elendsquartieren vorbeizufahren, in Bombay, in Lagos, in Lima, und ich habe mich immer wieder gefragt, mit ein bisschen Gänsehaut, womit habe ich es eigentlich verdient, in Deutschland geboren zu sein? Das ist nicht mein Verdienst, aber auf der anderen Seite sehe ich heute, so viele Millionen Menschen haben keine Chance. Aber wir hier in Deutschland, wir können nicht scheunentorweit die Tore öffnen und die Bedürftigen aller Welt willkommen heißen und mit uns deutschen Bundesbürgern gleichstellen, letztendlich unserem sozialen und unser Gesundheitssystem aushöhlen. Das geht nicht. Dafür sehe ich mich, einfach ist es mir wichtig, dafür mich einzusetzen. Ich habe in dieser Zeit bei Lufthansa, das ist vielleicht auch noch für Sie ganz interessant, sehr viele Trainings gemacht in Deeskalation und Überlebenstraining und psychologische Passagiergespräche. Und ich habe gemerkt in meiner politischen Tätigkeit, dass ich all das sehr gut einsetzen kann in einer Partei in Deutschland. Man muss sich wirklich durchschlagen und kämpfen, und das habe ich auch gemacht. Deswegen jetzt noch kurz ein paar Sätze zu meiner politischen Erfahrung, zu meinem Hintergrund. Ich bin im Jahr 2002 eingetreten in die CDU mangels Alternative und habe dort direkt einen Wahlkreis gewonnen, der übrigens 17 Jahre lang von der SPD nominiert war, und war dann zwei Amtszeiten im Rat der Stadt Siegen, bin aber dann vor der letzten Kommunalwahl 2014 ausgetreten und direkt von der AfD aufgestellt worden, wiederum mit drei Kandidaten in den Rat gewählt. Leider, meine beiden Kollegen sind heute nicht mehr in unserer Partei, also ich habe eine Tragödie hinter mir. Ich darf Ihnen versichern, ich vertrete unsere Werte mit Leidenschaft und ich ergreife mir wieder das Wort und sorge dafür, dass unsere Stimme gehört wird, und ich sehe unsere Partei als Vordenker in unserer Gesellschaft. Alles, was wir vor einem Jahr schon gesagt haben, das wird allmählich beschlossen und fähig ausgesprochen zu werden, anerkannt auch von den Medien. Übrigens mein Unwort des Jahres, Leitmedien. Leitmedien, das ist, wir haben einen sehr schweren Stand, gegen Medien uns behaupten zu müssen. Das ist sehr schwer und das fordert unsere ganze Kraft und unsere Einigkeit. Das ist auch mein Appell heute an Sie. Ich bin also mittlerweile überzeugter AfDlerin seit Jahren und stehe meine Frau im Rat und möchte auch Ihnen meine Vorbilder nennen. Das wäre der Staatsrechtler Schachtschneider und Werner von Sinn und auch ein Stück weit Sarrazin. Seinem Parteibuch mal abgesehen, aber er spricht viele wichtige Wahrheiten aus. Ja, ich bin nicht rechts, nicht links, ich bin geradeaus
und mein Schwerpunkt ist in Richtung Kultur und Kunst. Da sehe ich die Landesliste eigentlich, da sehe ich noch ein bisschen Bedarf und ich habe einige Semester an der Siegener Universität studiert, Geschichte, Kunst und Philosophie. Ich bin auch seit über 20 Jahren Kulturlandschaftsführerin unserer Region Südwestfalen, übrigens eine Region, die 142 Weltmarktführer hat, also hochproduktiv ist. Ein sehr guter Mittelstand ist unser Rückgrat und den wollen wir weiter stärken. Das ist mein Anliegen und ich stelle jetzt Ihre Fragen zur Verfügung. Sie haben uns Zeit geschenkt, 5 Minuten 34. Gibt es Fragen an die Kandidatin? Ich schaue, fangen wir heute jetzt mit dem rechten Flügel an. Gibt es hier Fragen? Der linke Flügel ist auch stumm.